Die Witterung von der Fondation Baylor ist für einen zukünftigen Erfolg essentiell. Trotzdem wird es nicht heute Morgen eröffnet, sondern das ist ein Prozess, der jetzt noch jahrelang wird gehen. Zum einen, bis die ganzen Abklärungen gemacht werden und alle betroffenen Parteien einbezogen sind. Zum anderen, bis die Entwicklung der Pläne mit dem Architekt zusammen kann gemacht werden kann. Und dann nachher ist es vor allem so, dass man ja noch das Geld braucht, um das zu finanzieren. Und die Fondation Baylor möchte dafür nicht öffentliche Mittel, sondern private Mittel. Und nicht nur Mittel zum Bauen, sondern eben auch zum Programm nachher da drinnen machen und für den Betrieb und Unterhalt. Und darum hat unsere Stiftungsrat beschlossen, dass erst dann gebaut wird, wenn die Finanzierung gesichert ist. Und wir werden rund etwa 100 Millionen brauchen, nicht zum Bauen, sondern zum Erwerb vom Land, zum Bauen vom Gebäude, um das Gebäude und zu unterhalten und um nachher natürlich dort innen auch Kunst auszustellen und Veranstaltungen zu machen. Und wir sind auf gutem Weg. Wir haben über die Hälfte von dem Geld haben wir, schon gesammelt. Da hat die Stiftung von unserem Präsidenten Hans-Jörg Wyss hat einen grossen Beitrag dazu geleistet, die Daros Collection, die auch Kunstwerke von dieser weltbedeutenden Sammlung hier in der Fondation Baylor gezeigt werden. Und auch aus Basel hat es von Mäzen, die das Projekt unterstützen. Aber wir brauchen noch weitere, die sich für das engagieren und begeistern.